willkommen auf meinem Kanal. Diesen hier kennt ihr noch nicht, weil es ist kein TikTok, es ist kein Insta, es ist YouTube. Und ich wollte schon so lange mit YouTube anfangen, wirklich Leute. Ich habe mir das immer gesagt, ich habe mir schon vor einem Jahr gesagt, Amelie, du fängst jetzt bald mit YouTube an. Aber ja, ich kam irgendwie nicht dazu, beziehungsweise ich war mir halt unsicher, ob ich anfangen soll, weil ich halt keine gute Kamera habe, beziehungsweise ich habe halt jetzt nur mein Handy und ich werde damit jetzt erstmal anfangen und gucken, wie das Ganze hier läuft und dann schauen wir weiter, ob ich mir irgendwann eine Kamera zulege oder nicht. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall beschlossen, dass mich das jetzt nicht daran hindern soll, dass ich jetzt einen YouTube-Kanal erstelle, weil hier kann ich natürlich durchaus längere Videos machen als auf Insta oder TikTok. Ich hatte mir ursprünglich etwas anderes für mein erstes YouTube-Video überlegt. Leider ist mir so ein bisschen was dazwischen gekommen, deshalb kann ich das jetzt leider nicht mehr machen und ich kann jetzt auch eigentlich gar nicht drüber reden. Aber ja, ich will euch nur sagen, dass Q&A eigentlich immer so das unkreativste Starter-Video auf YouTube ist. Aber ich mache es trotzdem, weil also ich will halt trotzdem so, dass ihr mich so ein bisschen kennenlernt, weil ich habe das Gefühl, irgendwie habe ich nie so ein richtig krasses Vorstellungsvideo gemacht, weder auf Insta noch auf TikTok. Also ihr kennt mich gar nicht. Ihr wisst gar nicht, wer ich bin. So, auf jeden Fall, ich habe einige Fragen von euch bekommen. Also wenn ihr das jetzt hier sehen könnt, ich habe auf jeden Fall gerade das Bild auch noch gesehen. Ich habe auf jeden Fall einige Fragen von euch bekommen, die ich jetzt auf jeden Fall alle hier drin beantworten werde. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir starten jetzt mit den Fragen. Ich versuche sie euch immer noch hier so ein bisschen mit einzublenden. Und ja, let's go. Die erste Frage kommt von... JVS1-. Und ich wurde gefragt, welches Sternzeichen ich habe. Ich wurde am 1. Mai 2003 geboren und ich bin demnach ein Stier. Wenn wir das Ganze jetzt mit dem Schlangenträger noch irgendwie verrechnen, sage ich mal, wäre ich ein Widder. Aber damit identifiziere ich mich nicht, ganz ehrlich. Und das Ding ist halt, dieses Schlangenträger-Sternzeichen wurde auch gar nicht so richtig integriert. Also ich habe noch niemanden gesehen oder gehört, der gesagt hat, oh ja, ich bin Schlangenträger. Nee, habe ich noch nicht mitbekommen. Und solange ich das nicht mitbekomme, bin ich auch kein Widder, ganz ehrlich. So, auf jeden Fall, die nächste kommt von derselben Person. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du dann? Eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, ich wäre ein Panda-Bär. Ich liebe Bambus. So, das ist das erste Ding. Ich liebe Bambus, unnormal, es ist geil. Und die sind flauschig. Und die sind fett. Also sie sehen fett aus, aber sie sind flauschig, wisst ihr, was ich meine? Ich wäre schon sehr gerne ein Panda-Bär. Ich weiß gar nicht so... Ich habe irgendwie... Nee, halt, ich wäre gar kein Panda mehr. Ich wäre eine Robbe. Ich finde Robben total toll. Ich liebe Robben über alles. Ich habe ein Robben-Kuscheltier. Ich schaue mir den ganzen Tag Robben-Videos an. Und am liebsten würde ich auch eine adoptieren. Einfach, weil die so süß sind. Also ich finde Robben und Panda total toll. Ah, da kommen wir gerade zur Frage Lieblingstier. Das ist übrigens ganz lustig, weil das ist jetzt wirklich keine... Reihenfolge, die ich mir hier jetzt überlegt habe, das sind wirklich die Fragen, wie sie halt chronologisch gestellt wurden. Mein Lieblingstier sind wirklich Robben. Also hatten wir ja gerade eben schon, aber ich liebe diese Tiere. Unnormal. Wie lange kennst du deine beste Freundin? Das ist ein bisschen schwierig, weil aktuell habe ich jetzt nicht wirklich so eine krass beste Freundin. Ich habe eine sehr, sehr enge Freundin, mit der ich super, super gerne was mache und die ich mit... Also es ist halt echt eine schwierige Frage für mich. Weil das Ding ist halt, ich habe nicht direkt diese beste Freundin, die ich jetzt schon mein Leben lang kenne. Ich hatte so in meinem Leben mehrere beste Freundinnen, aber halt nichts, was halt wirklich jetzt so beständig war. Also ich habe jetzt eine beste Freundin, die wohnt allerdings jetzt wieder in meiner Hometown. Also nicht da, wo ich jetzt wohne. Und das ist halt ein bisschen schwierig zu treffen, aber ich würde sie schon als meine beste Freundin betiteln. Sie liebe Leonie. Hi, wenn du das siehst, ich liebe dich. Und die Maus kenne ich schon seit 2016, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich weiß es nämlich nicht genau. Und wir haben uns das erste Mal 2017 im Sommer getroffen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann das sein, dass ihr beste Freunde seid oder euch seit 2016 kennt und euch das erste Mal 2017 getroffen habt. Ja, also wir haben uns über ein Online-Spiel kennengelernt. Ja, dann hatten wir uns ein Jahr später ungefähr getroffen oder ein paar Monate später. Und es war ganz lustig und die Freundschaft ist immer noch so... Also wir haben sie immer noch aufrechterhalten, das finde ich total schön. Wir hatten zwar so unsere Phase, wo wir nicht so viel geschrieben haben, aber das klärt sich. Also das pendelt sich alles ein. Jetzt kommen wir zur Frage, spielst du irgendein Computerspiel oder so?
es ist schwierig. Also ich spiele jetzt wirklich nicht so auf Ernstbasis. Ich spiele ab und zu mal am PC meines Freundes Fortnite, weil mir einfach langweilig ist. Ich spiele auch ab und zu tatsächlich noch Star Stable, aber halt wirklich auch nicht auf Ernstbasis. Also ich mache es wirklich nur so freizeitmäßig. Ich gucke halt mal rein bei dem Spiel. Aber so wirklich krass Computerspiele spiele ich eigentlich nicht mehr. Früher habe ich sehr, sehr viele Computerspiele gespielt. Das war auch richtig krank bei mir. Ich bin da wirklich um 11 Uhr morgens aufgestanden und saß dann bis 3 Uhr morgens am PC in den Sommerferien. Da war ich irgendwie, was welche Klasse, 7., 8. Klasse war ich. Das ist total geisteskrank gewesen. Meine Eltern haben da auch nie was gesagt oder so. Und da habe ich wirklich so hart viel gespielt, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber darüber kann ich mal ein anderes Storytime oder so machen, weil, Leute, das ist wirklich so eine andere Liga. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie geht's dir so? Die Frage finde ich einfach richtig, richtig süß. Weil das Ding ist so, das wird einem nicht so oft gestellt, so als Person des öffentlichen Lebens, sage ich mal. So, klar bekommst du schon oft die Frage so, aber halt eher so als, so Leute wollen dich irgendwie anschreiben und so komplett kennenlernen. Mir geht es auf jeden Fall im Moment ganz gut. Ich habe ein bisschen Uni-Stress. Ich weiß nicht so genau, wann ich mit was anfangen soll. Ich schreibe in 1,5 Monaten meine Prüfungen, alle in einer Woche. Ich weiß gar nicht, also ich bin da noch gar nicht richtig angekommen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also es ist ein bisschen gestresst im Moment, aber ich bin auf jeden Fall gut gelaunt eigentlich all day long. Also es passt. Es ist okay. Mir geht's gut. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Kommen wir zur nächsten Frage. Hast du so richtig enge Close Friends? Ja, schon. Also ich würde so 6 Leute so zu meinen engeren Freunden zählen, mit denen ich wirklich über alles reden kann, mit denen ich alles machen kann. Und dafür bin ich total dankbar. Ich liebe es einfach, dass es solche Menschen auch noch in meinem Leben gibt, weil die gab es lange Zeit nicht in meinem Leben. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte mich jetzt auch 2-3 Jahre mit so Fake Friends rumgeschlagen. Nie wieder, sag ich euch, wie es ist. Also ich bin sehr froh, dass ich jetzt auch wirklich richtige Freunde gefunden habe und mit denen auch super klarkomme. So, wir teilen so auch dieselben Interessen, Leute. Das ist so krass, weil, weiß ich nicht, bei meinen anderen Freunden war das halt irgendwie nicht immer so. Aber jetzt habe ich halt so ein paar Mädels in Halle kennengelernt und ich bin so happy. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, kann ich euch auch mal mehr zu erzählen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Dann kommen wir zur Frage, wie bearbeitest du deine Bilder auf Instagram? Dazu wollte ich eigentlich nochmal ein separates YouTube-Video machen. Falls du jetzt nicht warten kannst, ich habe auf TikTok einen ganzen Ordner für mein Instagram-Feed. Und da kannst du gerne reinschauen, wenn du das möchtest. Oder wenn ihr das möchtet, also wenn irgendwer anders sich jetzt ausdenkt, oh mein Gott, wie macht sie ihre Insta-Bilder und alles sowas. Ich mache dazu nochmal ein separates YouTube-Video, weil das ist einfach richtig viel, was dazugehört. Und ich glaube, ich habe das in diesem einen TikTok ganz gut zusammengefasst. Welche Apps ich benutze und so. Ich kann die euch gerne auch irgendwie hier nochmal unten einblenden, welche Apps ich alle benutze. Aber wie genau ich sie benutze und so, dazu wollte ich mal ein ganzes YouTube-Video machen, weil das ist jetzt auch wieder so eine Sache, die wirklich extrem lange dauern würde, jetzt zu erklären. Und ich kann das Ganze hier auch gar nicht einblenden. Deshalb wollte ich einfach dazu nochmal ein extra YouTube-Video machen. Und ich hoffe, ihr seid mir deshalb nicht böse. Oh mein Gott. Dann wurde mir die Frage gestellt, wie alt ich bin. Ihr könnt ja jetzt mal ganz kurz schätzen. So ein paar Minuten. Nee, ich bin 18. Ich bin 18, ja. Also ich weiß gar nicht, ich finde es eigentlich ganz cool, dass ich 18 bin. Aber mich schätzen so viele Menschen auf 21, das ist unnormal. Dann wurde ich gefragt, ob ich irgendwann ein Schminktutorial machen kann. Auch das kommt noch alles. Leute, wir sind hier gerade bei meinem ersten Video auf YouTube. Hier kommt noch so viel, Leute. Ihr könnt euch auf richtig viele Sachen freuen. Und ja, ich denke, in nächster Zeit wird auf jeden Fall ein Make-up-Tutorial kommen und ein Bildbearbeitungstutorial. Weil das sind diese zwei Sachen, die so oft gefragt wurden. Auch wenn meine Augenbrauen heute maximal dick und irgendwie hoch sind. Ich frage mich, also was ist heute passiert? Eigentlich sind meine Augenbrauen nicht immer so. Aber ich glaube, heute lag es einfach daran, weil meine Augenbrauen schon wieder sehr lange nicht gefärbt wurden. Und die brauchen das einfach ab und zu mal, damit ich mal wieder klarkomme, wie die eigentlich sind. Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarben, also meine Lieblingsfarbe, würde ich sagen, ist jetzt einfach so beige. So beige, cremefarben, weiß, sowas in die Richtung. Also ich mag helle Farben im Moment sehr, sehr gerne. Ja, dann habe ich eine Frage bekommen. Wie schafft man es,
seine mentale Gesundheit in den Griff zu kriegen? Was sagst du? Das ist eine sehr, sehr krasse Frage für mich, weil ich war halt sehr lange so in so einem emotionalen Tief, sage ich mal. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich da jetzt so rausgekommen bin. Ich weiß gar nicht, ob ich euch da jetzt einen Weg wirklich erklären kann, wie man das so wirklich dauerhaft in den Griff kriegen kann. Aber ich glaube, ein richtiger Punkt, also so ein richtig wichtiger Punkt ist es, dass ihr wirklich so das richtige Umfeld habt, also die richtigen Leute um euch. Mir geht es so viel besser, seitdem ich umgezogen bin. Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich jetzt so wahre Freunde, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bin mit meinem Freund zusammengezogen, bei ihm fühle ich mich total wohl. Und ich weiß nicht, so in meiner alten Stadt hatte ich halt immer noch so das Gefühl, irgendwas passt da nicht und irgendwie, Und ich fühle mich auch nicht so nice, wenn ich jetzt irgendwie in meine Heimatstadt, sage ich mal, zurückfahren würde oder selbst wenn ich da hinfahre. Also, weiß nicht, ich glaube, das Umfeld dort tut mir einfach nicht gut und ich glaube, wenn es euch mental nicht so gut geht, wäre es vielleicht erstmal ganz schlau, euer Umfeld zu analysieren und zu gucken, was ist jetzt gut genug und was passt jetzt so in euer Leben rein oder was, wo habt ihr das Gefühl, das müsst ihr jetzt irgendwie loswerden, dann würde ich bei diesen Sachen anfangen. Weil ich glaube, das Umfeld spielt eine wichtige Rolle, als man denkt. Wisst ihr, was ich meine? Also es war so bei mir so ein Knackpunkt in meinem Leben. Dann geht es weiter mit, wie ist es so mit dem ganzen Corona-Ding zu arbeiten? Wie viele von euch vielleicht wissen, ich habe eine Zeit lang jetzt im Einzelhandel gearbeitet. Es ist natürlich spannend. Also es sind schon so viele Sachen passiert. Am Eingang kommen ganz viele Leute immer nicht klar mit dieser 2G-Regelung. Das tut mir auch leid. Aber wenn dann halt, also wenn es dann halt so Leute sind, die halt denken, dass wir die Regeln machen, dann weiß ich halt immer auch nicht, wie ich reagieren soll. So. Also ich werde halt nicht unfreundlich oder so, aber ich bin halt also für mich selber bin ich halt ziemlich genervt davon, wenn mir das Leute irgendwie vorwerfen und dann sagen, ja, warum macht ihr das denn? Ihr müsst das doch gar nicht machen. Und dann denke ich mir so, hast du mal die Nachrichten geguckt? So ein kleines bisschen, hast du irgendwie was gelesen oder irgendwie im Fernsehen geschaut? Weil also ich weiß immer gar nicht, wie man das alles nicht mitkriegen kann. Also es ist natürlich ein bisschen anstrengender, damit zu arbeiten. Mein Arbeitsplatz würde ich jetzt nicht sagen, dass es den jetzt groß beeinflusst. Es ist halt blöd, damit zu arbeiten, ja. Gebe ich schon zu. Aber ist halt jetzt so. Wir sind halt in der Pandemie. Die nächste Frage. Was willst du nach deinem Studium machen? Leute, das ist so eine Frage, also ich würde sehr, sehr gerne, also für die, die es noch nicht wissen, ich studiere Fashion Management an der FHAM und ja, was möchte ich nach meinem Studium machen? Ich hatte mir, bevor ich das Studium angefangen habe, gründlich überlegt, was ich danach machen könnte. Ich habe mir so viele Möglichkeiten danach rausgesucht und ich bin dann halt immer wieder so auf diesen Punkt gekommen, Fashion Creative Director und das fand ich immer sehr cool. Das ist im Grunde genommen einfach die Person, die Marketingstrategien einem Unternehmen vorstellt für neue Produkte. Also sowas zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Emily in Paris kennt, aber ich glaube, sie ist ein Fashion Creative Director. Und sowas macht man dann quasi. So, ich glaube, damit könnt ihr so ein bisschen was anfangen. Also falls ihr die Serie zumindest geguckt habt, wir lassen jetzt auch mal den ganzen Instagram-Teil da raus bei ihr. Aber ja, sowas ungefähr wäre schon so das, wo ich mich jetzt sehen würde. Achso, ich sollte übrigens eine Lisa grüßen. Ich sehe gerade den Sticker wieder mit Grüß mich mal bitte. Ich grüße dich, Lisa_WNR8. Peace. Dann wurde ich gefragt, wie mein Abi-Durchschnitt war. Also ich bin ehrlich, ich habe meine Prüfung total verhauen. Meine Prüfungen waren so, so, so schlecht. Aber um jetzt nicht lange um den heißen Brei drumherum zu reden, also erst war mein Abi-Durchschnitt halt auf jeden Fall 2,8, dann war er 2,7, weil wir im Mathe-Abitur 2 Punkte noch dazu bekommen haben für unser schriftliches Abitur, weil das irgendwie so schlecht war. Also ich meine, ich hatte 3 Punkte ohne diese 2 Punkte Zusatz in meinem Mathe-Abi. Das war eigentlich ziemlich gut für mich, weil ich bin echt schlecht in Mathe. Worüber hast du, also die Frage ist ein bisschen witzig formuliert, worüber hast du Beleg geschrieben? Ich glaube, Beleg ist sowas wie eine Facharbeit. Ich glaube, das nennt man in anderen Bundesländern anders. Also bei uns hieß es auf jeden Fall Facharbeit. Und meine Facharbeit habe ich in der 11. Klasse, ja, in der 11. Klasse, über Halluzinogene geschrieben.
Ich wollte das irgendwie schon immer mal vergleichen. Ich fand das total interessant, aber ich habe mich irgendwie in meiner Freizeit jetzt auch nicht so krass drum gekümmert. Und deshalb dachte ich mir so, ist vielleicht ganz cool so als Facharbeitsthema. Und dann habe ich auf jeden Fall psilocybinhaltige Pilze, also Magic Mushrooms, mit LSD verglichen. Und meine ganze Facharbeit habe ich in, weiß ich nicht, in wie vielen Tagen? In 3, 4, 5 Tagen habe ich die geschrieben. Also ja, ich bin so ein Mensch, also ich habe meine Facharbeit, also ich habe dafür nie länger als eine Woche gebraucht, weil ich einfach zu faul war. Ich weiß nicht, ich habe immer die ganze Zeit einfach relaxed. Ich dachte mir so, ja, machst du mal irgendwann. Und ja, ich habe dann, ich weiß nicht, ich habe eine 2 dafür bekommen. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Und ich war aber sehr zufrieden damit, muss ich halt echt sagen, weil ich mir halt echt nicht so krass viel Mühe damit gegeben habe. Und demnach war das eigentlich echt gut für mich. Wir sind es auf jeden Fall am Ende der ganzen Fragen angelangt. Und ich hoffe, ich konnte so alle eure Fragen irgendwie beantworten. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen besseres Bild von mir oder so. Ihr könnt es ein bisschen mehr unter mir vorstellen, sage ich mal. Und ja, falls ihr auf jeden Fall noch irgendwie weitere Fragen an mich habt oder so, ihr könnt die immer in den Kommentaren oder so schreiben. Das ist gar kein Ding, ich antworte eigentlich immer. Also wenn ihr auf TikTok immer so meine ganzen Kommentar-Section durchgeht, ihr seht immer, gefällt dem Ersteller oder ich habe geantwortet, irgendwie so, weil ich lese mir eigentlich immer alles durch. Oder ich gebe mir zumindest Mühe, alles durchzulesen. Wenn ich jetzt ein Video habe, wo ich 2.000-3.000 Kommentare habe, ist es natürlich ein bisschen schwierig, alles durchzulesen, aber ich versuche es auf jeden Fall immer. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dieses Video drehen zu dürfen. Und ich hoffe, für euch war es unterhaltsam. Ja, genau. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste YouTube-Video und wir sehen uns bestimmt in nächster Zeit mal jetzt hier wieder auf meinem Kanal. Ich versuche ja jetzt auch regelmäßig hochzuladen und alles. Kann euch das allerdings nicht ganz versprechen, weil, wie gesagt, ich bin ein bisschen gestresst mit meinem ganzen Uni-Zeugs. Ich weiß immer nicht, wo ich anfangen soll und deshalb mal schauen, wie ich das Ganze hier regeln werde. Aber ich versuche es auf jeden Fall und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall, weiß ich gar nicht, was ich jetzt hochladen werde. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Schön, zum Abschluss. Leute, es ist da, wo ich hier wohne, Leute. Diese Straße, den ganzen Tag hörst du hier sowas. Naja, auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.